Hallo und herzlich willkommen zum Video Vertiefung für Feldertafeln. Wie bereits im Video Grundlagen für Feldertafel angekündigt, habe ich dieses Video erstellt, um dir einen Zugang aus der Mengenlehre zu zeigen, also einen Zugang zu für Feldertafeln. Dieses Video verlangt ein bisschen mehr Vorwissen als das Grundlagenvideo, nämlich wir werden ein bisschen in Mathematik hineingehen. Du solltest nämlich die Grundbegriffe und ein Grundverständnis für die Mengenlehre entwickelt haben. Ich werde die groben Begriffe dazu am Anfang des Erklärteils kurz zusammenfassen und mit einem Beispiel dir auch näher bringen, sodass das Ganze wieder ins Gedächtnis gerufen ist. Außerdem solltest du das Venn-Diagramm als Veranschaulichung von Mengen kennen. Das Venn-Diagramm ist also eine Darstellungsform, mit der ich jegliche Verhältnisse, jegliche Probleme in der Mengenlehre veranschaulichen kann. Es dient vor allem dem Verständnis jetzt einmal für dich. Ich werde es auch kurz erklären. Wir werden es im Video sehen, ein derartiges Venn-Diagramm. Ich möchte mit dir in diesem Video auch zwei große Ziele erreichen. Zum einen geht es darum, dass ich dir die Mengenlehre als Grundlage der Vierfeldertafel zeige. Also hinter der Vierfeldertafel steckt eigentlich die Mengenlehre. Wir haben im Grundlagenvideo bereits erklärt, dass die Vierfeldertafel als Veranschaulichung von absoluten Häufigkeiten gilt. Und jetzt möchte ich dir auch noch zeigen, dass dieser Zugang auch aus der Mengenlehre eigentlich sich widerspiegelt, beziehungsweise sogar noch besser gezeigt werden kann. Das zweite Ziel dieses Videos ist die Verbindung zwischen der Vierfeldertafel und dem vorher genannten Venn-Diagramm. Ich möchte schauen, dass das einfach klarer wird, dass du ein gutes Verständnis dafür entwickelst. Ich möchte das Ganze erst einmal die Grundlagen aus der Mengenlehre wiederholen, dann werden wir uns ein Venn-Diagramm anschauen und zum Abschluss stelle ich dann die Verbindung zwischen der Vierfeldertafel und dem Venn-Diagramm her. So, dann starten wir mal mit der Mengenlehre. Ich habe hier schon meine Notizen vorab gemacht. Ich möchte sie mit dir gemeinsam durchbesprechen. Die Mengenlehre. Ein mathematischer Begriff. Viele können vielleicht damit gar nichts anfangen, allerdings wir brauchen nicht viel davon. Die Mengenlehre beschäftigt sich mit Mengen. Ja? Und sei jetzt G eine Menge, also eine große Menge. Ja? Ich nenne G auch die Grundgesamtheit. Wir können uns unter einer großen Menge zum Beispiel vorstellen, die Menge der Frauen auf dieser Welt. Ja? Gut, das ist unsere Grundgesamtheit. Also wir schauen uns jetzt einmal alle Frauen dieser Welt an. Und wir haben weiters zwei Mengen, zwei Teilmengen A und B. Also Teilmengen von G. Ja? Ich habe hier auch eine mathematische Schreibweise dazu hingeschrieben, damit es klar ist, was jetzt eine Teilmenge ist. Also A sei die Menge aller Frauen, die zum Beispiel Fußball spielen. Und B sei die Menge aller Frauen, die zum Beispiel Skifahren. Jetzt wirst du natürlich bald einmal feststellen, naja, es wird Frauen geben, die gern beides machen, es wird aber auch Frauen geben, die keines von beiden mögen. Ja? Es wird Frauen geben, die nur Fußball spielen, es wird Frauen geben, die nur Skifahren. Und genau diese einzelnen Teilmengen von diesen Mengen jetzt wieder, die möchten wir uns genauer anschauen. Zwei wichtige Aspekte aus der Mengenlehre habe ich noch herausgefasst. Dazu zählt einerseits das Komplement. Das Komplement ist nicht, du hast schöne Augen, sondern das Komplement ist ein Gegenteil. Also A mit einem Strich darüber heißt bei uns A Komplement. Und das ist wieder eine Menge. Sie beinhaltet alles von G, das nicht in A enthalten ist. Also wenn jetzt A die, in unserem gewählten Beispiel, die Menge der Frauen, die Fußball spielen ist, dann wäre A Komplement die Menge aller Frauen, die nicht Fußball spielen.
Gut, das ist ein ziemlich einfaches Beispiel. Wir können natürlich das Komplement auch zu B bilden. Wäre ganz einfach. Außerdem möchte ich noch dieses komische Symbol einführen. Ja? Man spricht dazu A geschnitten mit B oder der Schnitt zwischen A und B. Und ich habe das eingangs schon erwähnt. Aber noch einmal zusammengefasst, A geschnitten B sind alle, die sowohl in A als auch in B enthalten sind. Für unser Beispiel, das wären jetzt alle Frauen, die sowohl Fußball spielen als auch Skifahren. Also die beides mögen. Das Venn-Diagramm siehst du hier rechts abgebildet, also dieser viereckige Kasten. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Venn-Diagramm. Ich habe jetzt die Markierung, die farbliche Markierung von A geschnitten B nochmal weggelöscht und habe das Ganze jetzt gleich lila markiert. Weil, wie du rechts im Diagramm siehst, also die Menge A wäre der linke Kreis, die Menge B wäre der rechte Kreis und es gibt auch etwas, das beide Kreise beinhaltet, also das in beiden Kreisen liegt. Und das ist die lilane Fläche. Und genau das ist der Schnitt zwischen A und B. Ja, wir machen noch einen orangenen Teil. Für unser Beispiel, ich schreibe das kurz dazu, was die einzelnen Gebiete bedeuten. Der orangene Teil wäre für unser Beispiel nur Fußball. Der lilane Teil wäre Fußball und Skifahren. Der blaue Teil wäre nur Skifahren. Und der gelbe Teil wäre weder Skifahren noch Fußball. Gut, jetzt können wir eigentlich die Verbindung zur Vierfelder-Tafel schon herstellen. Nämlich, wir machen das ganz einfach. Wie eine Vierfelder-Tafel aufgebaut ist, weißt du mittlerweile. Wir untersuchen zwei Merkmale. Jetzt schauen wir uns das Ganze, diese Merkmale als Mengen an. Ja, ich habe jetzt die Menge gewählt, die Frauen, die Fußball spielen, die Frauen, die Skifahren. Nehmen wir das doch als Merkmal her. Nämlich untersuchen wir die Frauen anhand der Sportarten, die sie mögen, nämlich ob Fußball oder nicht Fußball. Das wäre hier Fußball, nicht Fußball und Skifahren und nicht Skifahren. Den Aufbau der Vierfelder-Tafel, den haben wir bereits im Grundlagenvideo gemacht. Jetzt schauen wir uns das Ganze als Zuteilung an. Ich verwende dazu die farbliche Markierung. Nämlich schauen wir uns die Vierfelder-Tafel an, und zwar das linke obere Feld. Das beinhaltet die absolute Häufigkeit all jener, die Fußball und Skifahren erfüllen. Und wenn wir das auf unser Venn-Diagramm übertragen, dann wäre das genau der Schnitt, also die violett markierte Fläche. Wenn wir uns das daneben anschauen, dann ist das die Menge aller, die nicht Fußball spielen, aber Skifahren. Also nur Skifahren. In unserem Diagramm, also die blaue Fläche. Wenn wir uns nun das darunter anschauen, also alle, die nicht Skifahren und Fußball mögen, also nur Fußball, dann wäre das der orangene Teil. Und alle, die nicht Skifahren und nicht Fußball spielen, also weder Skifahren noch Fußball spielen, das wäre der gelbe Teil. Und jetzt wird schon klar ersichtlich der Zusammenhang zwischen dem Venn-Diagramm und der Vierfelder-Tafel. Und als Grundlage dahinter steht eigentlich die Mengenlehre. Natürlich können wir das auch jetzt zusammenfassen, also die Summen können wir genauso gut bilden, nämlich die Summe aller, die Skifahren, wäre jetzt lila und blau. Schauen wir uns das auch kurz im Venn-Diagramm an. Tatsächlich der Kreis B
umfasst die blaue Fläche und die lilane Fläche. Jetzt können wir auch schon den Kreis mit A vorab festlegen anhand des Venn-Diagramms, nämlich das wäre die orangene Fläche und die lilane Fläche. Und tatsächlich, wenn wir das zusammenzählen, lila und orange. Wenn wir jetzt alle zusammenzählen, die nicht Skifahren. Nicht Skifahren sind alle, die außerhalb von B liegen, also der orangene und der gelbe Teil. Und die Summe aller deren, die nicht Fußball spielen, wäre alles außerhalb des Kreises mit A, also das wäre der gelbe und der blaue Teil. Gelb und blau. So, und wenn wir nun alles zusammenzählen, dann sehen wir, dass wir auf dieser Seite sowohl violett, blau, orange als auch gelb dabei haben. Das gleiche gilt auch in diese Richtung. Hier haben wir ebenfalls violett, orange, blau und gelb. Also alles zusammen. Die Summe ergibt dann wieder die Grundgesamtheit. So. Gut. Das war eigentlich der Mengenlernzugang zur Vierfeldertafel. Solltest du noch weiteres Interesse daran haben, dann kann ich dir nur weiterempfehlen, eventuell Arbeitsblätter bzw. Kompetenzhefte in Richtung der Mengenlehre. Das war's vorerst zu diesem Lernvideo. Ich wünsche dir gutes Gelingen und viel Spaß im weiteren Lernzyklus.